Robin Means Business. Wir sind schon mittendrin im Rollout der vierten Veranstaltung Rennen 7 und 8 der RCCO, der Racing Concept Cars Organization, hier mit der eSport Series und bei der etwas menschlich willkürlich, unwillkürlich ausgewählten Strecke fiel die Wahl heute auf den Fuji International Speedway, der 1976 und 77 Austragungsort des Japan Grand Prix war und heute entsprechend die Bühne bietet für Rennen 7 und 8 in der RCCO eSport Series. 15 Minuten Rollout, da sind wir wie gesagt mittendrin. Anschließend folgen 5 Minuten Qualifying, anschließend Rennen Nummer 1 über 15 Minuten und danach das Rennen Nummer 2. Wiederum 15 Minuten, allerdings in umgekehrter Einlaufreihenfolge. Also für jede Menge Spannung ist in jedem Fall gesorgt und werden wir mal sehen, ob heute jemand schafft, Michael Niemers vom Thron zu stoßen. Der hat nämlich bislang alle 6 Rennen für sich entscheiden können. Ist es Mike Rockenfeller, den wir hier gerade im Bild haben, der Le Mans-Sieger und DTM-Champion von 2013, der hier genauso mit am Start ist wie sein DTM-Kollege Nico Müller, der heute den Gaststart hier absolviert. Insgesamt volles Starterfeld und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Der ein oder andere kennt die Strecke schon, beispielsweise Mike Rockenfeller, Nico Müller. Für den ist es eine Premiere hier, Nico, aber ich glaube, du schlägst dich ganz gut. Ja, jetzt eine Runde habe ich einigermaßen getroffen im Windschatten von den Jungs, die wissen, wo es lang geht, aber alleine fühle ich mich ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein. 4,563 Kilometer mit 16 Kurven. Rocky, du bist letztes Jahr hier mit dem DTM-Renner unterwegs gewesen. Das letzte DTM-Rennen, was so richtig stattgefunden hat. Was kannst du uns über Japan, über die Strecke sagen? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr herausfordernde Strecke. Sehr breit, super zum Überholen durch die lange Gerade und die Windschattenduelle. Allerdings auch von der Linienwahl nicht einfach, weil eben so viele, die Strecke so breit ist und so viele Möglichkeiten gibt es speziell im letzten Sektor. Ja, war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall, mit den Japanern dort zu fahren. Sicher was Einzigartiges. Ich war noch nie in Japan vorher und umso schöner, dass wir jetzt heute Abend wieder hier sind. Ich wenigstens ein bisschen Vorkenntnis habe. Sehr gut. Unterwegs mit Bettina Schuller, die hatten wir auch kurz im Bild, die einzige Lady, die wir heute im Starterfeld haben. Bettina, ist das eine deiner Lieblingsstrecken oder wärst du lieber in Le Mans? Ich wäre lieber in Le Mans, definitiv. Ich bin die Strecke schon ein paar Mal hier gefahren, aber ich werde einfach nicht warm. Also, so die Horrorvorstellung für mich heute Abend. Na gut, wir werden mal gucken, wie du dich schlagen kannst. Michael Niemers haben wir gerade gesehen, während Rocky erklärt hat, dass die Strecke sehr breit ist und viele Kurvenmöglichkeiten, viele Einlenkmöglichkeiten hat. Stefan, ich weiß nicht, ob ihr mittlerweile die richtige Linie gefunden habt oder seid ihr noch am Suchen? Ich suche sie gerade noch. Ich habe ein bisschen Druck von Bettina hinter mir, aber. Gut, die hat sich gerade weggekegelt. Ja. Aber Dankeschön. Aber auch wie Nico schon gesagt hat, also hier die richtige Linie noch zu finden, gerade alleine, ist echt schwierig. Ich versuche mal hinter Rocky nachher hinterher der zu fahren. Der kennt die Strecke ja in- und auswendig. Jetzt schauen wir mal, wie die Reise hingeht nachher. Du momentan auf der 6. Position, ganz vorne nach wie vor Nico Müller. Hören wir mal kurz beim Schweizer rein. Der hat ja behauptet, er hat sich an jemanden drangehängt. Aber Nico, an wen hast du dich denn geheftet, wenn du schnellster bist? Ich hatte einen mega Windschatten zweimal auf Startziel. Ich glaube, das macht hier irgendwie eine Sekunde aus. Also ich komme da selber nicht mehr an die eine Zeit heran, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Na gut, die ist auch enorm lang, die Startziel gerade. So geschätzt würde ich mal sagen, 1,5 Kilometer. Bevor es dann wieder hart um die erste Kurve rumgeht. Die erste von insgesamt 16. Ja, du bist mit neuem Design unterwegs, Nico. Was hat es damit auf sich? Ja, ich dachte, wenn wir da diese Aktion durchziehen, könnte ich da gleichzeitig vielleicht den einen oder anderen Partner motivieren, ein cooles Auto zu designen für dieses Rennen. Und die hatten da wirklich Freude. Also ich glaube, es ist echt cool geworden. Und so macht es umso mehr Spaß, in Fuji am Start zu stehen.
Ja, macht auf jeden Fall einen schlanken Fuß, dein neues Design. Hast du das selbst gemacht oder hat dir da jemand unter die Arme gegriffen? In jedem Fall hast du ja ein paar Partner gefunden. Nee, ich hatte definitiv professionelle Hilfe. Berserk Design heißt die Firma. Die sind, glaube ich, spezialisiert auf Design von Rennfahrzeugen. Und in der Zeit machen die sich auch in der virtuellen Welt beliebt und designen da coole Autos. Also ja, bin sehr happy, wie es rauskommt. Wie stark bist du denn in E-Sport generell eingebunden aktuell in der Krisenzeit? Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen mehr als mir lieb ist, aber wir sind überall aktiv. Sei es von der DTM-Seite her, gibt es eine kleine Serie. Vom Lee jedes Wochenende am Samstag ein Rennen gibt, die 23 anderen offiziellen vom Lee fahren. Und dann will man ja vielleicht ab und zu mal noch zum Spaß was fahren. Kommt schon ganz schön was zusammen. Die Zeit, die ich da im Simulator aktuell verbringe, ist schon ganz schön viel. Ja. Ich meine, klar, du hast eine andere Fahrphysik, du hast die ganze Bewegung nicht, die du im richtigen Rennauto fühlst, aber dafür hast du auch keine Autogrammstunden zu tun und die ganzen anderen Termine mit den Ingenieuren. Was ist denn besser? Ah, da, mir fehlt die Realität schon sehr. Also ist was ganz anderes. Ist wirklich Teamwork dahinter. Mir fehlt die Arbeit mit dem Team, den Ingenieuren, den Mechanikern. Und das hast du hier halt nicht. Da bist du für dich alleine, tüftelst vielleicht hier und da mal ein bisschen rum. Aber bist einfach wirklich nur am Fahren und versuchst einfach Gas zu geben und Spaß zu haben. Aber schon nicht das Gleiche. Also ich freue mich sehr, wenn es dann wieder an die Strecke geht. Wir nicht nur auch mit dem Team arbeiten können, sondern auch die Fans wieder treffen. Die machen schlussendlich die Atmosphäre aus an der Rennstrecke. Und das ist hier schon nicht dasselbe. Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle, wenn es endlich wieder losgeht und die Startflagge fällt. Aber für mich schaut es so ein bisschen aus, als wärst du alleine hier auf der Strecke unterwegs. Wo sind denn die ganzen anderen? Michael Niemers momentan auf der zweiten Position. Hier haben wir jetzt im Bild. Ah, du bist irgendwie die Wanderbaustelle oder sammeln sich die anderen einfach aus Versehen nur hinter dir? Du meinst mich? Michael? Ja. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja, du hast mich gefragt, ob ich die Wanderbaustelle bin. Das kann ich dir so nicht beantworten. Für mich zählt irgendwie heute irgendwie einigermaßen durchzukommen. Ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Hardware und habe sogar schon überlegt, auf Controller umzuswitchen, weil bei mir das Lenkrad kaputt gegangen ist, schon vor einiger Zeit. Und deswegen versuche ich jetzt hier einfach irgendwie so gut wie möglich mitzurollen und hoffentlich den einen oder anderen vielleicht zu ärgern, dass wir so machen. Die Wanderbaustelle war nicht böse gemeint. Ich habe mich nur gewundert, während Nico Müller da allein auf weiter Flur unterwegs ist, sammeln sich gleich zwei, drei Protagonisten hinter dir. Allerdings ist Rocky jetzt an dir vorbeigefahren. Zumindest in der Wertung befindet sich jetzt auf der zweiten Position, aber noch geht's ja um nichts. Also du kannst genauso wie alle anderen noch die ideale Linie finden. Was ist denn kaputt gegangen? Lenkrad. So wie ich das fest oder wie ich das erfahren habe, das Lenkrad, das wird angetrieben über Riemen und das, was ich habe, das ist schon über 10 Jahre alt und das funktioniert einfach nicht mehr von der Synchronisation und möchte nicht mehr geradeaus fahren. Das heißt, das schlägt immer links und rechts und das ist äußerst irritierend und gibt kein Force Feedback. Das ist ja das, was die Lenkräder machen sollen. Und das ist jetzt komplett deaktiviert. Also ich lenke ein Lenkrad, das könnte ich mit einem Finger lenken. Also da ist kein Widerstand dabei bei der ganzen Sache. Okay, im wirklichen Leben würde man sagen, du müsstest deine Spur neu einstellen lassen. In dem Fall wird einer der Riemen am Lenkrad sein. Richtig, ja. So, Rocky noch draußen. In der Boxengasse ist ein bisschen was. Rollout ist over. Rollout ist over. Aber gerade drin gesehen und Scotty meldet, das Rollout ist beendet, also 15 Minuten sind vorbei. Genau, bitte alle an die Box. Bitte alle an die Box, da kann ich die Startausstellung einstellen. Bitte alle an die Box. Nicht verlassen, einfach an die Box fahren. So, ein paar Zuschauer haben sich hier auch schon eingefunden.
Ein bisschen neblig noch, ein bisschen diesig hier am Fuji International Speedway. 8 Uhr morgens, Ortszeit in Japan, während die Letzten gerade noch den Weg in Richtung Boxen. Damit kommen wir direkt zum Rennen, aufgereiht in umgekehrter Meisterschaftsstartreihenfolge mit den beiden Gastfahrern, Gaststartern vorne einmal Matthias Franzen und Nico Müller am Fuji International Speedway. 3 Runden, das Format. Und wenn alle Ampeln ausgehen, dann geht's rein in den ersten Lauf, wenn man so will. 4,563 Kilometer ist die Runde lang, 16 Kurven insgesamt, aber erstmal ist diese ultra lange Start zielgerade zu absolvieren. Hey, Rocky vorn. Ja. Die längste Zeit. Alter. Meine Güte. Some guys were struggling with the breaking point. Ah, Entschuldigung, ich bin ja Deutscher. Ja, wie bei DJ. Hey. Thanks, Mike. Thanks. I know that was for me. Thanks, Mike. Ja, ja. Gary Hessler war da im Hintergrund. Andreas Torsch ist der profitiert hat von der ganzen Rempelei. Schusterjung auf der zweiten Position. Jörg Schumacher. Michael ist auch am Limit. Ist Bieler hier auch Rennleiter? Also ich muss auch sagen, die Gangart. Hey. Hab ich nicht gesehen? Ja, ich seh dich. Alles gut. Entschuldigung. Nico Müller da auch heftig am Rempeln. Boah. Aber jetzt ist er dran an Chorschi und setzt sich fast in Führung. Boah. Noch ist der Schuss der Jungfrau. Reverse Grid ist ja mega Potenzial für Konflikte. Ich bin ja Rallye hier. Zwei neben der Strecke. Davon profitiert Nico Müller. Aggressiv heute. Das reicht immer noch nicht ganz. Auf den Konferenz mit Björn Skotke. Jetzt habe ich das verkackt. Der Franzen will da vorbei. Ey! Ja, zuerst mal im Rennspeed hier auf Start und Ziel. Angriff jetzt erneut vom Schweizer gegen den Deutschen. Beim Nebeneinanderfahren gibt es keinen Windschatten. Ey, du kannst im Windschatten nichts machen, das Ding. Doch, früher bremsen. Fährt einfach rein. Müller dran an Skotke. Rockenfeller mittlerweile auf die 3 nach vorn gegangen. Vorbei an Andreas Tschorsch. Denkste, der hat die Nase wieder nach vorn geschoben und Rocky auf die 4 verdrückt. Aber nur kurz. 4. Das stimmt. Wir fahren am Limit. Hart am Limit. Nein, ich habe dich vorbeigelassen. Alles gut. Danke. Scotty hoch konzentriert. Ja, das war aber ja auch in Ordnung. Ja. Herr Lieber. Michael. Mein Auto bleibt einfach nicht stehen. Was soll ich denn machen? Stehen bleiben. Brennen. Jetzt bin ich ganz raus. Scheiße, jetzt sind die Reifen wieder matschig. Der jagt auf Nico Müller, macht der mittlerweile die Führung inne hat. Rocky auf 3. Auf der 4. Ey, das war harmlos. Ja, was ist das? Richtig sehe, ist Mike Rockenfeller der Einzige im Feld, der hier schon ein Rennen oder ein paar Runden in echt absolviert hat. Jetzt gleich auch mit Björn Skotke, dem Zweitplatzierten. Schön Rempler mitgegeben. Und Rocky ist auf 2. Rückstand auf seinen DTM-Kollegen 1,4 Sekunden zunehmend. Müller, der enorm schnell die Strecke hier in Suzuka gelernt hat. Fuji von wegen Suzuka. Suzuka war schön. Beim nächsten Mal, Bettina. Gut. Ich glaube, die ist gar nicht in der Auswahl drin. Also, dann eher für die Zukunft. Bislang sind wir gewesen am Red Bull Ring, am Nürburgring und in Le Mans jeweils 2 Rennen absolviert. Hey! Wieder der Fuji International Speed.
Speedway sind wir jetzt in der letzten Runde des Qualifikationsrennens. Franzen kommt auf der vierten Position. Matthias Franzen, der Gaststarter, der sich hier enorm gut schlägt. Aber Müller holt sich den Sieg vor Rockenfeller und Scotty auf der 3. Warschau wird kurzerhand Vierter und die Strafsekunde noch. Gaspara Matthias Franzen noch auf Platz 5. Ja. Das Change dahinter vor Niemers und Frank Wilke, wenn mich nicht alles täuscht. Das aber unsere 3. Nicht so schön. Und hier sehen wir das Ganze nochmal weiß auf schwarz. Von ganz hinten das Feld zusammenschieben in der ersten Ecke. Ja, das wäre nett. Genau. Das wäre nett. Etwas vorsichtig. Da habe ich auch gedacht. Ich habe schon früh gebremst, aber ich habe so einen Schub von hinten bekommen. Ich war fast in Tokio. Es ist bereitet, 13 Audi e-tron Vision Gran Turismo im Grid beim ersten Lauf hier am Fuji International Speedway. Vierte Veranstaltung der RCCO eSport Series. Wir warten jetzt auf die 5 Ampeln und dann werden wir mal sehen, ob Nico Müller das Glück, das Können aus dem Qualifying-Lauf auch hier im ersten Lauf umsetzen kann. Ab geht's, die Ampeln sind grün. Und da vorne ist gleich Mike Rockenfeller. Gleich auf mit dem Schweizer. Hochkonzentriert guckt er da auf den Bildschirm, während Scotty auf der Innenbahn einfach durchgeht und Nico Müller einen heftigen Schlag auf die Seite gekriegt hat. Das wäre leid, tun. Rocky schon auf und davon. Stefan Waschow auf der zweiten Position. Matthias Franzen dahinter. Der Gaststarter, einer der beiden neben Nico Müller. Aber Müller schon abgeschlagen auf die 5. Position durch den Rempler zurückgefallen, während wir an Bord sind bei genannte Matthias Franzen. Kollege von Thomas Krug bei Lenny Racing bis Anfang 2000. Dann nach langer Kinderpause hat er endlich wieder mal die Chance in Sim Racing Lenkrad zu greifen. Der Familienvater aus Wenddorf bei der Funke Mediengruppe. Und schlägt sich ganz gut. Dran ist er an Stefan Waschow, dem Zweitplatzierten. Ehemaligen RCCO-Champion. Wenn Nico Müller sich wieder nach vorne arbeitet. Der Paul Setter im Qualifying-Rennen der Schweizer. Schon früh eine Kollision verwickelt, aber er ist mit bei der Musik. Sucht hier den Windschatten. Bisschen arg willkürliche Bremspunkte, die da gewählt wurden. Sehr früh, aber zumindest für Nico Müller ging es glatt und er kommt dadurch vor auf die zweite Position. 2,5 Sekunden knapp der Rückstand auf den führenden Mike Rockenfeller in der zweiten von insgesamt 10 Runden. Hier sehen wir den führenden, hier sehen wir Rocky im auffälligen Design in seinem Audi e-tron Vision Gran Turismo, der hier sehr angestrengt auf seine Playstation schaut. Aber der Vorsprung nimmt auch massiv ab, 1,7 Sekunden nur noch. Der Müller macht Druck. Mike. Kann man mal lieber nicht ablenken. Das ist gemein, soll ich lieber mit Nico sprechen? Nein, nein, alles gut. Der Drittplatzierte, während Matthias Franzen eine kleine Strafe bekommen hat, immer gut zu erkennen oben an diesem roten Balken, nämlich dann, wenn man zwei Rädern neben die Strecke fährt. Boah. 10 Runden, ey, mein Gott. Oh, Mann. Was ist das heute? Der Gary Rival. Eigentlich mal auf den Grünstreifen kommen. Schön das Pfeifen des elektrisch angetriebenen Rennwagens zu hören. Drei Motoren treiben das Ding hier von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Zwei davon auf der Hinterachse, einer in der Front. Nur 11 Monaten wurde das Auto von Audi gebaut, um es
2018 hier auf der PlayStation vorgestellt wurde. Schwerer Unfall in Turn 1. Enorm hohen Anklang gefunden. Einschlag in die Leitplanke. Von dir, Thomas? Nee. Ich glaube, das schöne, noch vorbeigefahren. Das schöne TV-Racing-Auto. Jetzt richtig gesehen hat. Ja. Richtig. Ja. Die Übung ist nicht da. Ich mach mal von hinten weiter. Hier sehen wir KZ Racing. Das erste Slotcar, wie ich vorhin gelernt habe. Oh Gott. Das rasende Tempotaschentuch. Oh, oh. Jetzt hast du ein bisschen Windschatten, glaube ich. Ein bisschen. Bist du denn, Anna? Vor dir. Ja, Platztausch auf den ersten beiden. Nico Müller jetzt vor Mike Rockenfeller, weil ich schätze mal beim nächsten Überfahren von Start und Ziel ist das Ganze wieder. Eine Sekunde aktuell der Abstand. Jetzt Franzen 4,6 zurück. Nico Müller 4,4 auf Mike Rockenfeller. Den wir hier im Bild haben. Du darfst winken, Matthias. Du bist im Bild. Ich winke, fliege ich ab. Ach, du spielst mit Controller, dann ist natürlich schwer mit Winken. Matthias, winke bitte. War klar. Das war Scotty gerade. Der ist nämlich dahinter auf Platz 4. Scotty konzentriert sich. Scotty, bist du schon mal hier gefahren in Fuji? Ja, bin ich. Vor einer Woche Tausende Runden. Gruppe 3. Okay, mit welchem Erfolg? Ich glaube, ich bin 8. von 13 geworden oder so. Na, herzlichen Glückwunsch. Hätte schlimmer kommen können. Und du bist trotzdem noch dran an Matthias Franzen. Ich glaube, wenn du so ein bisschen entspannst, wirst du schneller. Haben wir gerade gesehen. Danke. Michael Niemers dahinter. Wie siehst du die Situation da vor dir? Ja, die Jungs, die geben sich so richtig und ich möchte keinem reinfahren. Deswegen hast du gerade Waschow vorbeigelassen. Ja, aber das Rennen geht ja noch 5 Runden. Ich glaube, die Jungs vorne, die sind irgendwie schon ein bisschen entwischt. Und jetzt gucke ich mir an, was die Jungs hier so treiben. Und ja, wenn die eine Tür offen lassen, dann versuche ich natürlich reinzustechen. Gut, ich werde mich gleich nochmal bei Scotty einklinken. Dann werden wir mal gucken, wo die Tür offen steht. Stefan Waschow jetzt direkt vor deiner Nase. Hier einmal durchs Feld schalten. Scotty, Franzen, Waschow. Dahinter in Rot dann Michael Niemers auf der 6. Position. So, Stefan, das war deine 5. Position? Nee. Du hast sie wieder. Ah, oh, jetzt hat er wieder. Boah. Oh. Hast du mich einfach rausgekickt? Ne? Ach, komm, fahr. Oh, Jatta! Ja, Matthias Franzen mit heftigem Quersteher gleich ein paar Positionen verloren. Dadurch alle hinter ihm profitiert, nämlich Waschow und Niemers. Die sehen wir. Mit der Startnummer 5, der zurückgefallen ist, jetzt auf die 6. Position. Ganz an der Spitze aber nach wie vor Mike Rockenfeller und Nico Müller, die da ein bisschen abseits der Kameras erneut die Plätze getauscht haben. Aber Müller hält die Schlagzeilen hoch und gibt Rocky nicht so richtig den Raum, um richtig durchzuatmen. Jetzt probiert das auf der Außenbahn. Beiden gleich auf, leichte Rempler. Das kennen aus der DTM. Hart über die Curbs für beide.
hinten im Geschlängel und gleich geht's dann wieder auf Start und Ziel. Da macht sich Nico Müller hinten schön klein, duckt sich. Ne, er geht vorher einfach nochmal innen rein, drückt sich da vorbei und hat tatsächlich die Nase vor Mike Rockenfeller gepackt beim Einfädeln in die letzte Kurve. Und jetzt duckt sich Mike Rockenfeller da hinten richtig schön rein, weil der nutzt jetzt seinen Wind Shadow und zieht raus, um den Schweizer hinter sich zu lassen. Ach, ganz easy. Das Werbemesser durch die Butter geht Rocky da vorbei. Da kommt der Konter. Schweizers. Reicht aber nicht. Schade. Das ist geil. Das ist gut, gell? Ja. Oh Mann, die Ecke bist du gut. Oh. Nein. Ah, shit. So, klitzekleiner Fahrfehler von Nico Müller. Sofort geht Rocky vorbei. Macht aber Spaß, oder? Ja, richtig, ey. Nico Müller mit den spacigsten Kopfhörern im ganzen Feld. Mal letzte Woche erfahren, die gibt's bei der Formel E. Hier bist du schnell, ey, mein Gott. Sorry. Ah, Entschuldigung. Da fliegt einer. Oh, manchmal fährt das Ding einfach geradeaus. Hab ich auch das Gefühl. Eben war es eine Sekunde, jetzt nur noch eine halbe Sekunde der Vorsprung von Mike Rockenfeller. Allerdings der Rückstand von Michael Niemers auf der dritten Position. Momentan 11 Sekunden, aber er hat es geschafft. Da waren einige Türen offen gestanden für Niemers, der jetzt schon auf der dritten Position rangiert vor Björn Skopke. Nee, mach schon. Mach. Ja, mal kollegiales Platztauschen unter den DTM-Piloten. Gab's da vorher eine Rempelei? Ja, ich habe minimal den Wind schon unterschätzt. Ja. Und hab dann ein bisschen in die Gurke gepusht, aber alles gut noch. Aber sehr gut. So kann man den ja vorbeilassen und dann haben wir noch ein paar Runden. Mal kämpfen, zweieinhalb. Wobei jetzt fährt er mir weg. Der nächste Wind hat mich auch bestimmt. Ja, ja. Oh, ich auch. Oh, bei mir ist was kaputt. Wer möchte, kann bei mir T-Shirts bestellen mit Hashtag Windshadow. Oh, oh. Mike Rockenfeller hat da größere Probleme. Was kaputt am Auto, gab heftige Rauchentwicklung und dann... Ich habe hier gröberes Problem. Einschlag. Was hast du denn gemacht? Ja, hier ist mein Controller, ist alles out of control, würde ich sagen. Das Bier drüber Scheiße. Kippt oder was? Oh, out of Controller. Das Bier drüber, genau. Oh, das ist leider das Problem, was ich hier habe. Ja, schade. Ja, schade. Jetzt fährt dein Auto wieder irgendwie. Ja, es fährt alleine. Ja, es fährt alleine. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Pilot. Letzte Runde. Ah, da war ein schöner Kampf da vorne mit Nico Müller an der Spitze. Der ist jetzt allein. Ja, schade. Aber jetzt geht's wieder. Bin wieder da. Ach nö. Nico, ein bisschen du weißt, länger warten können. Wir müssen einen Boxenstopp machen. Das weißt du, oder? Ja. Geben zuerst. Das war echt schade. Gefallen auf die 5. Weiß ja, Einrichtungswechsel, gell, Herr Prograde. Das sind 3. Wir sind unterwegs mit Michael Niemers, dem Zweitplatzierten. Allerdings eher 11,3 Sekunden weg. Vom Spitzenreiter. Allerdings nur 0,8 Sekunden vor Jörn Skotke. Und hier sehen wir Nico Müller. Tollem Design. Was heute die Premiere feiert unter den Augen der vielen japanischen Fans, die sich im PlayStation Network und hier an der Rennstrecke versammelt haben. Der Sprung wird immer größer, jetzt auf über 12 Sekunden angewachsen. Hat Mike Rockenfeller schwer zu kauen. 22,8 Sekunden der Rückstand durch das technische Problem, was da den DTM-Champion von 2013 ereilt hat.
Rocky, bist du im Lenkrad wieder unterwegs oder hast du auf Controller gewechselt? Nee, ich bin wieder. Bei mir ist jetzt so ein bisschen das Problem. Ich habe mein Lenkrad und meine Pedale nicht an der PlayStation angeschlossen, sondern über den Computer und Umweg. Das heißt, ich klone das so ein bisschen. Und da gibt es ab und zu mal, wie das bei Computern so ist, irgendein Problem. Und das war eben so. Auf einmal habe ich nur noch Vollgas. Das war natürlich nicht so gut. Schade, weil ich habe vorne schön mit Nico Spaß gehabt. Jetzt muss ich hier mit Stefan kämpfen. Platz 4. Scheiße, nur mit Stefan, ey. Boah, wie scheiße. Nein, ich habe meinen Teamkollege. Ihr habt mich ja nicht ausreden lassen. Müssen wir hier ein phoenix-internes Teamduell auskämpfen. Aber schon blöd, wenn die künstliche Intelligenz ausfällt beim Auto, ne? Ja. Ey, aber da hast du ja jetzt eingeleistet, du. Ja, Mike, das ist... Mit deinem B-Fahrer. Oh, ey, schon Mike. Sind wir in der letzten Runde. 10 ja, von 10. Der Mike ist der B-Fahrer, ne? Ja, klar. Ich bin der Gast. Hast du ja gesehen, die Technik wieder gestreikt. Und hier ist der andere Gast. Dreht vorne ganz in Ruhe seine Runden. Der Schweizer Nico Müller. Du kannst es jetzt schön gemütlich nach Hause cruisen. Nur noch geradeaus. Auf den letzten Metern. So, Sieg im Rennen Nummer 1 für Nico Müller bei seiner Premiere. Herzlichen Glückwunsch. Michael Niemers wird Zweiter vor Björn Skotke und Mike Rockenfeller nach technischen Klonproblemen auf Platz 4 im Ziel. Dahinter Stefan Waschow und Bettina Schuller, die Lady, auf der 6. Position. Das sollte bald bei mir erledigt sein, wenn ich mit Fanatec neues Equipment habe, was direkt an die PlayStation passt. Dann bin ich so gut ausgestattet wie der Nico und dann schauen wir mal, ob es am Material oder am Fahrer liegt. Nee, dieses... Das aber, unser Sieger, das Nico Müller. Und damit, Nico, wie war's für dich? Ja, macht Spaß, das ist cool. Wir hatten einen richtig coolen Fight mit Mike. Ich glaube, das war ja nur ein bisschen zu kurz, leider. Er hätte da, glaube ich, mir das Leben schwer gemacht bis zum Ende. Und die Technik hat da uns in die Suppe gespuckt. Aber wir haben ja nochmal eine Chance jetzt in Rennen 2. Ganz genau, Rennen 2, umgekehrte Startreihenfolge. Das heißt, Nico Müller wird von ganz hinten starten. Mike Rockenfeller hat die Ehre, ein paar Reihen weiter vorne zu stehen. Aber gleiches Programm wie eben, 10 Runden hier auf dem Fuji International Speedway. Es ist bereitet, Andreas Schorsch ganz vorn. Insgesamt dann schiebt er wenigstens das Feld nicht von hinten an. Im Grid. Treibt das Feld vor sich her, sonst. 10 Runden erneut die Distanz. Umgekehrte Startreihenfolge im Vergleich zum ersten Rennen. Diesmal mit Reifenverschleiß. Sind wir mal gespannt, wer wie viele Boxenstops braucht. Und ab geht's. Wie lange brauchen Nico Müller und Mike Rockenfeller, um einmal durch das Feld zu pflügen? In jedem Fall bislang schon mal alles gut. Leute, da ist der Kurve, gell? Kurve Nummer 1. LKW. Danke. Und Roland. Ich war auch nicht. Momentan hat niemand die Nase vorn. Aber Rocky hat einen Riesensprung gemacht und Nico Müller einen noch viel größeren. Von ganz nach hinten ging es für den Schweizer auf die 2 nach vorne. Fährt man ganz vorsichtig in dann sowas. Ja, will man lenken und kann nicht lenken. Und dann kommen die sogar wieder einfach zurück, die Kurve nicht gekriegt haben. A la Vettel. Niemers, Müller, Rockenfeller, die ersten 3. Die hier um die Führung kämpfen. Sorry. Ganz, ganz leichtes Berühren gibt's da. Oh Leute, ey, ihr müsst mich auch mal dann. Roland, du musst echt ein bisschen weniger aggressiv fahren. Da konnte man überhaupt bei Scotty jetzt nicht anhalten, ne? Also er war ja auf der Strecke mit mir. Thomas Vogt auf der 8. Position. Jetzt habe ich verzählt, das war mein Fehler. Also jetzt habe ich doch. Oh, Alter! In der Runde 4-mal das, der Führende, das oh, ich fahre der Mann, der bis auf das letzte Rennen alle bislang gewonnen hat. 6 Siege bislang auf der Uhr, aber das wird dann auch beim 8. Rennen wohl nichts für Michael Niemers. Mike Rockenfeller hat sich da gerade in Führung gesetzt und der nächste, Nico, der ansteht,
Michael Niemers hinter sich zu lassen, ist Nico Müller. Der wartet aber noch ein bisschen. Möglicherweise klappt es dann im kurvigen Teil. Niemers bleibt aber von Mike Rockenfeller dicht dran. Nico Müller drückt sich daneben. Shit. Wir auf die 11. Position nach hinten geschaut haben. Müller kurz neben der Strecke. Niemers wieder die Nase vorn. 1,6 Sekunden vor Rockenfeller. Letzte Kurve für Niemers und dann werden sie über ihn herfallen. Wir sind gleich vorbei. Andocken im Windschatten. Sehr früh hat Rockenfeller da rausgezogen, aber mittlerweile ist er daneben. Beziehungsweise schon vorbei. Erste Kurve geht nach rechts. Mit klarer Vorteil Rockenfeller. Für Nico Müller hat es noch nicht geklappt, aber der hat ja noch 7 Runden Zeit, um Niemers hinter sich zu lassen. Hier dann Wilke, war schon auf der 5. Hier ist Franzen. Das ist aber auch nicht die feine Art. Ja, das ist Thomas voll verbremst. Nico, der Niemers ist ein harter Brocken, scheint mir. Jo. Ja, muss jetzt Nico warten, bis seine Tür aufgeht. Momentan findet er zumindest keinen Weg am Zweitplatzierten vorbei. Unser Mann auf Platz 4, Stefan Baschow. Stand auf die Spitze, 11 Sekunden. Niemers beamt sich da sogar noch auf die Führungsposition. Allerdings dann brachialer Fehler. Rutscht da von der Strecke. Rockenfeller und Müller, beide schlüpfen durch. Jetzt ein ähnliches Bild wie im ersten Lauf. Die beiden DTM-Asse vorne. Feller momentan vor Müller. Da, links. Okay. Ich höre niemals im Bild. Wohnzimmer, einmal im fahrenden Wohnzimmer. Wer hat dir eigentlich die Blumen geschenkt, Michael? Das war meine Oma gewesen. Weil gestern Muttertag war. Schön. Und eine Strafe. Hab ich dich abgelenkt? Nein. Wieder mitten im Geschehen. Müller schiebt sich vorbei an Rockenfeller. Dann ist den Windschatten auf der an die 2 Kilometer lang geraten. Jetzt wäre ich dir fast hinterher, Roland. Voll aus dem Windschatten. Das war Bettina Schuller. Die finden wir momentan auf der 7. Position hinter Frank Wilke. 19 Sekunden ihr Rückstand auf den führenden Nico Müller aktuell. Ja, jetzt neben Frank Wilke und setzt sich durch, verbessert sich um eine Position.
blöden Fahrfehler gemacht. Jetzt schon mal auf Platz 6, die Lady. Oh, Andreas. Andreas George gerade Boden verloren an Björn Skopke. Das wieder der Blick auf das Design des in Führung liegenden DTM-Vize-Champions. Müller mit seiner DTM-Startnummer, genauso wie Mike Rockenfeller, der 51 respektive 99 hier am Start in der RCCO E-Sport Series. Der vierten Veranstaltung. Oh, Box! Ich muss mal was probieren. Rockenfeller in der Box. Mal gucken, wie schnell das Phoenix-Team hier arbeitet. Okay, fallen jetzt alle rein da. Müller ist draußen geblieben. Stefan Waschow auch, er holt sich neue Knulls. Frank Wilke genauso drin. Nur Nico Müller, ja, der hat davon natürlich profitiert. Jetzt erstmal knapp 10 Sekunden sein Vorsprung, aber ich glaube, Nico kommt in der nächsten Runde rein. Je nachdem, ja, Maja, ich komm. Wie die Reifen, ready aussehen. Wie fühlt sich's dann an? Ist die Vorderachse schon weich, Nico? Ja, die hat eine halbe Runde und dann ist sie weich. Das war schlau von Rocky. Er hat das ja schon mal gemacht. Sehen wir dich noch öfter hier? Wer weiß, keine Ahnung. Warum denn nicht? Ja, schauen wir mal. Eben. Wenn die Sponsoren gut zahlen, ne? Wenn nicht der Rocky jetzt gewinnen lässt. Nee. Habe ich ja schon eben. Ja. Nein, der Nico ist schon brutal gut. Nico ist auch. Kann ich jetzt da voll reinballern oder muss ich da anbremsen? Ja, anbremsen, ja. Natürlich. Voll reinballern. Keiner Spaß. Oh, der Schüler in der Box. Undercut. Hopp, was, bist du schon vorbei? Wir werden Trockenfeller auf Start und Ziel vorbeiknallt. Fährt Müller hinten wieder raus und hat die Nase noch vorn. Tolles Ding. Du hättest gar nicht reinkommen müssen, Nico. So runter waren die Reifen noch nicht. Was war das denn? Nico! Sali! Sali! Der war Matthias Franzen drin und Bettina Schuller beide zum Reifen wechseln. Ah, schön. Bettina, wie hast du das denn gemacht, bitte? Ich hab Nico gerade nicht genommen und bin reingeballert, wirklich. Nico, was hast du für eine Bremsbalance? Hä? Hast du für eine Bremsbalance? Brake Balance? Minus 2. Was das auch immer heißt. Wahrscheinlich 2 nach hinten. Nee, in dem Fall tatsächlich 2 nach vorne. Toll. Aber du hast recht. Logisch wäre anders, aber ja. Mit meines Tunes Nico Müller eine knappe Sekunde vorn. Michael Niemers 7,3 aktuell zurück. Jetzt müssen wir mal kurz auflösen, was da vorhin bei Bettina Schuller los war. Wie hast du deinen Boxenstopp absolviert, Bettina? Ich bin wörtlich reingeballert, indem ich vergessen habe, dass da ja noch so eine kleine Schikane ist bei der Boxeneinfahrt. Und um nicht in das vor mir liegende Auto reinzufahren, bin ich halt einfach drumrum und habe quasi in der Boxengasse eine Position gewonnen. Sehr gut. Dive-Bomb. Ja. Ich habe es aber versucht, dich nicht zu treffen. War das wieder der Klon-Bug oder was war das? Nee, diesmal war es der Mike-Bug. Irgendwie hier die Bremse ist so. Problem ist, ich nutze ja die Kupplung als Bremse bei dem Spiel. Oh, das ist doof. Ohne Witz, wie oft stehe ich am ersten Anbremsen auf der Bremse? Ja. Gerade nach so einer langen Geraden, weil ich auch den Fuß dann immer wegnehme. Ich glaube, ich muss das mal Frankie stecken. Ja. In jedem Fall hat der Rocky-Bug dazu geführt, dass Nico Müller jetzt 5,4 Sekunden Vorsprung hat. Der Nico macht jetzt bestimmt einen Fehler irgendwo, der ist nervös. Ja, ja. Bestimmt. Nico. Wollen ja noch ein bisschen kämpfen. Dass ich mich irgendwo verschalt oder so. Genau. Ja,
Blick auf den Führenden, der seine Führung immer weiter ausbaut. Na gut, jetzt kommt Rocky ein bisschen näher ran, eben waren es 6,6 Sekunden. Und Müller ist jetzt auf Start und Ziel. Rottenfeller in der letzten Kurve, Kurve Nummer 16, Panasonic. Das ist der drittplatzierte Michael Niemers. Er war fast 10 Sekunden weg. An der Spitze. Vascho auf Platz 4. Und da Platz 5. Björn Skotke. Und 7 Zähnen. 41 auf der 7. Matthias Franzen auf Platz 8. Bilke auf der 9. Die Kamera wieder auf der Spitze. Wir springen zum RCCO-Rekord-Champion, zu Thomas Vogt, den wir leider nur auf der 11. Position finden, den Initiator der RCCO eSport Series. Sollte denken, der hat genug Übung. Nee. Was hapert's, Thomas? Oh, ich bin 4-mal getroffen worden in den ersten Runden. Ja. Andreas Tausch hat er vor sich. 1,6 Sekunden. Und dann beschäftigt mich da so eine Race-Home-Rennserie im Augenblick sehr stark. Ja. Oh, oh, Roland. Oh, Gott sei Dank. Ja, die gibt es im Übrigen morgen Abend zu sehen. Auf YouTube und auf den Audi-Kanälen bei Facebook. Ego. Könnt ihr sehen, wie sich die 6 DTM-Fahrer aus dem Hause Audi mit 3 Gaststartern schlagen, plus den RCCO Sims, der regelmäßig dran teilnehmen. Gehst du rechts? Ja. Okay. Schuller unter Druck. TV Racing im Übrigen das erfolgreichste Team der RCCO-Geschichte. Und die Jungs werden jetzt auch im E-Sport professioneller. Pass auf, Scotty, da kommt jemand hinter dir. Wir sind in der letzten Runde. Und hinter Scotty ist Bettina Schuller unterwegs, die sich dafür, dass sie den International Speedway überhaupt nicht mag, richtig gut schlägt. 6. Position aktuell, Bettina. Rankommen ist das eine, ne? Rankommen ist das eine, vorbeikommen das andere. Ja, aber du kennst doch Bettina. Hey. Also, man kommt fair vorbei, das meine ich. Nico Müller auf dem Weg ist zu seinem 2. Sieg. Bei der 4. Veranstaltung der RCCO eSport Series holt sich der Schweizer Gaststarter, der DTM-Pilot, hier und heute am Fuji International Speedway seinen 2. Sieg. Gratulation, Nico. Glückwunsch, Nico. Glückwunsch. Aber Nico. Herzlichen Glückwunsch. Rocky wird Zweiter vor Niemers und Vascho auf den Positionen 3 und 4. Scotty auf Platz 5. Dann ist es aber noch nicht gelesen. Bettina zieht noch mal raus, aber Super. Geschlagen geben. Also Scotty auf 5. Ja. Thomas, Thomas und sorry für den einen Rempler. Da bin ich aus dem Windschatten. Sorry. Sorry, das war nicht in Ordnung. Alles gut. Die Rakete Scotty wieder. Ja, nee, so eine Rakete war es jetzt auch nicht. Es war ein Rempler. Das war's also von der 4. Veranstaltung der RCCO eSport Series hier vom Fuji International Speedway am Fuße des Mount Fuji. Weiter geht's in knapp 4 Wochen am 8. Juni schon, nämlich mit einer Strecke, die wir dann erst auslosen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir sind es in jedem Fall. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bleibt zu Hause.